für heute Abend. Und das auch nur zufällig, denn mir hat noch ein Song für das neue Album gefehlt. Und ich dachte so, was machen wir denn da jetzt? Und Erik so, na, brauchst du nicht noch einen Weihnachtssong? Ich so, ja klar, Weihnachtssong ist großartig. Ich überhaupt nicht. Ich komme ja nicht aus Sachsen. Nein, ich weiß, aber auch nicht aus Berlin, wie wir schon festgestellt haben, ne? Ja, du hast mich gerade so sächsisch dargestellt. Ich weiß, und ich wollte eine Brücke bauen. Ich soll ja die gleiche Sprache sprechen. Ich unterbreche dich nicht, bitte. Aber du hast mir dann, du hast mir schon einfach eine Songidee via WhatsApp geschickt. Da sagst du, ja klar, ich habe schon eine Idee, guck mal hier. So nach 5 Minuten oder so. Und dann war der Song, ich glaube, nach einem Tag oder so schon fertig. Ungefähr. Mit Text und allem drum und dran. Also wirklich Applaus für dieses Ausnahmetalent. Ob du vorher ein Telefonat mit Henning Verlage geführt hast, frage ich mich, aber... Du hast zu mir gesagt, schreib ein Weihnachtslied, was möglichst schmalzig ist, beim MDR gespielt werden kann, aber auch auf Konzerten. Das heißt, man, also jegliche Kritik basiert auf deinen Anweisungen. Der dunkle Rot. Naja, dieses Lied heißt und holt gern mal alles raus, was leuchten kann, speziell für Julian. Holt mal alles raus, was leuchten kann, so Handys können leuchten. Bitte kein Pyro. Bitte die Silvesterböller noch bis 31. aufheben, nicht jetzt. Das ist unser Job hier oben. Sehr schön. Ach, das geht noch viel mehr. Guck mal, hier sitzen 936 Menschen in der Halle. Und ich will jetzt mindestens 935 Lichter sehen. Ich höre die ganzen Gespräche hier so ein bisschen. Ich schätze, jetzt mal was zum Leuchten dabei. Ja. Gut. Denn dieses Lied heißt Millionen Sterne. Mit dir.
Traum. Die Welt ist verschlafen. Es ist wieder, ich bin wieder so breit. Weihnachtszeit, schönste Zeit. Mit Bier. Mitarbeiterin des Monats, Wieke! Wieke findet ihr übrigens am Merchandising statt, falls ihr eine CD kaufen wollt. Wieke wird euch optimal betreuen. Wo ist er denn? Achso, hier. Achso, ist ein T-Shirt und T-Shirt. Nein, ihr kriegt den Clips nicht zum T-Shirt. Zu teuer, das könntet ihr nicht bezahlen. Tatsächlich, das war jetzt. Ich muss das kurz ein bisschen erklären. Es ist das letzte Konzert des Jahres und viele Dinge gehen schief. Bewusst. Meine Setlist war falsch rum aufgeklebt. Mein Text wird 12 Millionen Sterne. Millionen Sterne war falsch aufgeklebt. In dieser Tasse soll eigentlich heißes Wasser sein, aber es ist Tequila drin. Ich habe meinem Lichtmann gesagt, bitte mach nicht so viel Nebel, damit die Stimme nicht so voll klebt, weswegen ich ab und zu mit dem Nebel zu kämpfen habe. Was macht er? Vollgasnebel. Also, Prost auf euch Dresden, das letzte Konzert des Jahres. Schön, dass wir es zusammen verbringen. Übrigens, ich hasse Tequila. Habt ihr Lust auf einen neuen Song? Der ist ganz neu.